Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag des Ständigen Unterausschusses. Nach den Abstimmungen folgen dann Tagesordnungspunkte 3 und 4, die Novellen zum Energielenkungs- und zum Gaswirtschaftsgesetz. In Notfällen kann der Staat auf in Österreich lagerndes Gas zurückgreifen und nach Dringlichkeit verteilen. Industriebetrieben, die Gas einspeichern, sollen dabei nun Sicherheiten gegeben werden. Mit diesen Gasreserven soll Österreich besser für einen möglichen Gaslieferstopp aus Russland gewappnet sein und generell unabhängiger vom russischen Gas werden, heißt es. Wer ist für diesen Entschließungsantrag? Das ist mit Mehrheit so angenommen. Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Petra Steger, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Erhalt des Einstimmigkeitsprinzips. Wer ist für diesen Entschließungsantrag, den bitte ich um ein Zeichen. Das ist die Minderheit, abgelehnt.